15 Channel. Infokanal Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 aus. Ich spreche heute mit Mirjam Mieschendahl. Mirjam ist eine der MitgründerInnen von imgrätzl.at. Das ist eine gemeinwohlorientierte Plattform. Und man will damit BewohnerInnen vernetzen, neue Wege aufzeichnen, wie man zusammen entspannter wirtschaften kann. Selbstständigen, MacherInnen, lokalen Unternehmen, Vereinen und Kulturschaffenden bietet imgrätzl.at digitale Sichtbarkeit. Alle MacherInnen bekommen ein kostenloses virtuelles Schaufenster zur Verfügung gestellt. Das ist eine interaktive Seite, auf der man seine Aktivitäten und Angebote darstellen kann. Außerdem werden auf dieser Plattform Tools zum kooperativen Wirtschaften zur Verfügung gestellt, mit dem Ziel, Kosten zu minimieren und Kräfte zu bündeln. Eines dieser Tools nennt sich Raumteiler und ist eine Art Partnersuche für Gewerbeflächen und verbindet Raumhabende und Raumsuchende in Raumpartnerschaften. Ein anderes heißt Toolteiler. Dabei geht es darum, Arbeitsequipment, das man nur temporär benötigt, gegen eine Gebühr an andere lokale AkteurInnen in Wien zu verleihen. Dadurch werden Ressourcen mehrfach genutzt und Ressourcen geschont. Seit 2021 entwickelt das Team von imgrätzl.at einen neuen Plattformprototyp. Damit möchten sie raus in den ländlichen Raum und auch in andere Städte gehen. Diese Plattform heißt We Locally und basiert auf imgrätzl. Die Ziele sind Kosten senken, Ressourcen erhöhen und Vernetzung der NutzerInnen mit Gleichgesinnten. Lokal, analog und digital. Ja, liebe Mirjam, herzlich willkommen bei 15 Minuten über den 15. Ich freue mich auf unser Gespräch. Aus Zeitgründen findet dieses via Zoom statt, aber dafür nicht weniger herzlich. Hallo Mirjam, schön, dass du da bist. Hallo Brigitte, schön, dass ich da sein darf. Ganz, ganz toll. Kommen wir zur ersten Frage. Du kommst ja ursprünglich aus Deutschland, wie man auch hört. Was hat dich nach Wien gezogen und welche Unterschiede siehst du zwischen zum Beispiel Berlin und Wien? Die Liebe hat mich natürlich nach Wien gezogen, ganz klar. Wie so oft, ja. Wie so oft. Und die Unterschiede zu tatsächlich Wien und Berlin. Ich habe wirklich in Berlin auch gewohnt, und zwar Ende der 90er Jahre. Und der Unterschied war, dass Berlin sehr arm, aber dafür auch sehr sexy war. Das stimmte wirklich, dieser Slogan. Und davon gelebt hat, dass die Menschen einfach gemacht und selber gestaltet haben. Und das ist vielleicht, und sie hatten auch die Freiheit dazu. Also sie hatten sehr viel Freiraum. Und das ist vielleicht der größte Unterschied. Was mir dann aufgefallen ist in Wien war, dass Wien total, wie soll ich sagen, als Stadt sehr unterstützend ist, aber es auch sehr viele Regeln und Anordnungen gibt, wie etwas zu tun hat und weniger diese Punk-Attitüde, die ich da in Berlin kennengelernt habe. Ja, das war vielleicht der größte spürbare Unterschied. Aber du hast es ja dann doch auch schätzen und lieben gelernt. Na, ich bin ganz bewusst nach Wien gezogen und Berlin wurde oder war auch sehr anstrengend, muss man sagen. Und Wien, dass es zur liebenswertesten Stadt immer wieder gekürt wird oder lebenswertesten Stadt, ist jetzt kein Zufall. Und ich habe das von Anfang an sehr genossen, weil Wien einfach ganz, ganz viel hat, von der Gemütlichkeit angefangen bis zu wie viel Grün es in der Stadt gibt, dass man sich auch, also das ist mir als Frau sehr aufgefallen, dass ich mich eigentlich immer sicher gefühlt habe, auch in der Stadt. Es gibt ganz viel in Wien,
Ich mag sogar die Wiener Grandler. Und mein Lebensgefährte eben, als ich nach Wien gekommen bin, hat mich zunächst gezwungen dazu, alle Folgen von Mundel anzuschauen. Mit Untertiteln. Ja, damit ich mich auch einfinde und schnell integriere. Und ich liebe auch den Humor. Also ich mag oder auch ich mag einfach total viel in Wien. Deswegen heißt auch im Krätzel im Krätzel, weil zum Beispiel in Deutschland ist dieses Wort, der Begriff hört sich eher nach einer Krankheit an. Eher so erinnert an Krätzel. Aber auch das ist schön. Also ja, ich finde Wien toll. Ich mag ja Berlin auch sehr gerne, Ja. aber im Urlaub. Also im Urlaub bin ich gerne dort, aber dauernd leben, wie du gesagt hast, das wäre mir zu unübersichtlich, zu anstrengend. Und ja, wie du sagst, Wien ist gemütlicher, überschaubarer und strukturierter. Also man kann ja beides haben. Es ist ja nicht so, dass man sich entscheiden muss. Man kann ja wechseln. Gott sei Aber Dank. der Genau. Lebensmittelpunkt, ja, ist für mich auch eindeutig Wien. Also da würde ich nicht tauschen wollen. Nein, also ich auch nicht. Ich bin jetzt nach Reichenau gezogen, aber bin jetzt gerade dabei, wieder nach Wien zurückzukommen, weil ich so sehr vermisse. Also ja, naja, ich habe mich in Wien verliebt und ja, merke das auch jetzt richtig. Im doppelten Sinne, du hast dich in Wien verliebt. Ja, genau. Ja, wenn ich das richtig recherchiert habe, wurde im Grätzl.at 2007 gegründet. Wie kam es dazu und was ist die Intention dieser Plattform? Wie viele Mitglieder hat sie und was ist für die Zukunft geplant? Also die Plattform ist wirklich gegründet worden 2016. So. Und ja, aber wir haben, also das Team, was die Plattform dann gegründet hat, arbeitet schon ganz, ganz lange zusammen. Und zwar eigentlich schon seit dem Jahr 2000. Und 2007 haben wir aber als Team quasi ein Projekt in Deutschland zusammen übernommen. Und deswegen kommt es da, aber es war nicht im Krätzl, es war was völlig anderes, hatte auch was mit Plattform zu tun. Und aber jetzt im Krätzl wirklich gegründet und aufgebaut, oder aufgebaut 2016. Und die Morgen Jungs GmbH, die Plattform betreibt, die wurde 2015 gegründet. Wir haben jetzt in Wien beim Krätzl über 8000 Nutzerinnen, die die Services, die kostenlosen Services nutzen. Warum haben wir überhaupt die Plattform aufgebaut? Und zwar, ich bin 2013 ins Stuberviertel gezogen, im zweiten Bezirk. Und das war damals, waren die Bewohnerinnen, also ich war ehrenamtlich in der Stadtteilarbeit tätig und habe so mitbekommen, dass die Bewohnerinnen wirklich das Gefühl hatten, dass das Stuberviertel vor die Hunde geht. Und also wir hatten ein ganz schlechtes Image gehabt. Ich wusste aber aus dieser Stadtteilarbeit, dass ganz, ganz viele, ich sag mal, Macherinnen im Stuberviertel angesiedelt, beheimatet sind. Die waren aber oft nicht sichtbar, weil die im ersten Stock eben ihrer Tätigkeit nachgegangen sind oder im Hinterhof. Und die Bewohnerinnen haben gar nicht mitbekommen, was es so Tolles eigentlich in ihrem Stadtteil gibt. Und da habe ich gedacht, okay, das Einzige, was ich kann, ist Plattform bauen. Weil ich das seit 20 Jahren mache. Und wie könnte man jetzt über digitale Tools erstens all diejenigen, die in so einem Stadtteil etwas tun, etwas auf die Beine stellen, wie kann man das sichtbar machen, sodass die Bewohnerinnen auch sehen, wer da was macht und einfach die ganze Fülle auch mitbekommen? Das war so das Erste. Und das Zweite war, ich habe dann oder wir haben dann ganz, ganz viele Interviews geführt mit Selbstständigen, aber auch Kultur- und Kunstschaffenden und haben gefragt, welche Hürden eigentlich, vor welchen Hürden stehen sie bei der Umsetzung ihrer Vorhaben. Und dabei kam eben zum Beispiel raus, dass ganz, ganz viele sich leistbaren Zugang zu Raum wünschen würden und grundsätzlich auch sich ganz viele wünschen würden, nicht mehr als Einzelkämpferinnen unterwegs zu sein, sondern mehr in Gemeinschaft. Und wir haben uns dann eben ganz viele Services auf der Plattform überlegt,
wie man das bewerkstelligen kann und sind so zum Beispiel haben wir den Raumteiler auf der Plattform zur Verfügung gestellt. Ja, also das, wir werden von unseren Nutzerinnen auch inspiriert, eben zu den Services, die wir dann auf der Plattform wirklich anbieten. Das ist so in Kürze die Geschichte und was wir vorhaben. Wir haben jetzt diesen Monat haben wir, du hast es vorhin erwähnt, WeLocally haben wir entwickelt dieses Jahr und wir sind online gegangen mit WeLocally diesen Monat und zwar im Mühlviertler Kärntland. Das ist eine Region im Oberösterreich und in Kärnten in drei Gemeinden, Gryphen, St. André und Völkermarkt und haben dort die Plattform gestartet. Alle Links werde ich natürlich in die Shownotes stellen. Ja, das klingt sehr spannend und das Schlüsselwort ist, glaube ich, Gemeinwohl. Das habe ich so herausgelesen und gehört. Und das ist ein bisschen anders, der Ansatz, als zum Beispiel, wenn man jetzt als Plattform Facebook sieht. Da geht es nicht darum, dass wir etwas davon haben, sondern vor allem, dass Facebook und die ganzen beteiligten Firmen etwas davon haben. Und das ist einfach der Unterschied zu eurem Ansatz. Uns auch ganz wichtig, also dieser Ansatz, wir wollen wirklich zeigen, dass so digitale Plattformen und Tools nicht so sein müssen wie Facebook oder so, sondern dass man da tolle Sachen auch machen kann und auch der Allgemeinheit, also nützliche Dinge. Und das muss mal jemand vormachen. Und wir hoffen, dass da ganz viele vielleicht ja auch sagen, wir wollen auch solche Tools zur Verfügung stellen, die der die der Allgemeinheit auch dienlich sind. Also das ist so ein Traum, ja. Ja, die dritte Frage, meine Interviewgäste hat immer ganz konkret mit dem 15. Bezirk zu tun. Wir sind eben ein Bezirksmuseum und auch unser Podcast beschäftigt sich mit dem 15. Bezirk. Hast du Bezüge zu Rudolfsheim 5 Haus und vielleicht sogar Lieblingsorte hier? Und kann man sagen, wie es mit der Beteiligung von kulturschaffenden Vereinen und Initiativen aus dem 15. Bezirk bei imgrätzl.at aussieht? Also, wir haben im 15. Bezirk übrigens vor, ich glaube 2016 war es, einer unserer ersten Events gemacht, lustigerweise. Und haben dafür einen Raum zur Verfügung gestellt bekommen und haben auch in der Nachbarschaft tatsächlich dann Anlage ausgeliehen bekommen. Also das war, also mit dem 15. habe ich tatsächlich einen Bezug. Und was aber jetzt, ich möchte gerne trommeln für etwas, was im 15. Bezirk gerade stattfindet, wird im 15. Bezirk für ein Jahr gibt es eine Zwischennutzung. Und das sind 700 Quadratmeter für Künstlerinnen, kreativschaffende Menschen, die ja ein Vorhaben in die Umsetzung bringen möchten. Und diese Zwischennutzung ist gerade bei uns im Raumteiler drin. Und sie suchen noch Menschen, die sich andocken möchten. Und also ja, und da möchte ich gerne trommeln. Es ist ein Atelier frei, 40 Quadratmeter und vielleicht hört das jemand und meldet sich gleich dort? Also ja. Weißt du die Adresse? Nee, müsste ich nachschauen, aber kann ich dir schicken im Anschluss? Okay. Gell? Ja. Und das finde ich ist wahrscheinlich gar kein Zufall, dass wir jetzt gerade den Podcast machen hier und dann auch gestern habe ich das entdeckt bei uns auf der Plattform. Das heißt, ja, auch in Grätzl ist im 15. Bezirk angekommen und wird angenommen und eben genutzt. Und ja. Und wir sind ja auch auf dieser Plattform vertreten. Wir nützen es noch nicht so häufig, wie man es könnte, weil wir sind ja alle ehrenamtlich tätig. Das heißt, wir müssen uns unsere Zeit und unsere Ressourcen einteilen. Aber wir haben auf jeden Fall einen Account und ich finde auch, dass wie es aussieht, sehr, sehr hübsch und sehr ansprechend. Das ist ja auch immer wichtig. Es ist sehr ansprechend und sehr, sehr nett gezeichnet oder illustriert. Danke, Brigitte. Weißt du, dass das die Illustration mussten wir selber erstellen. Wir mussten lernen, wie man das macht, weil wir haben natürlich keinen Investor im Hintergrund und wir haben kein Marketingbudget oder Budget für große Sprünge,
Deswegen, alles, was ihr seht, ist da handgestrickt. Also du hast das gemacht? Ja, ich hoffe tatsächlich, es gibt Apps und da kann man Illustrationen tatsächlich, ja, ich habe mit meinem kleinen Fingerchen Linien nachgezogen. Aber ich muss dazu sagen, Janine Metz möchte ich erwähnen, unsere Grafikerin. Wir haben natürlich Unterstützung, die dann da das alles in ein rundes Bild bringt. Also das ist nicht alles selbst gemacht. Und wie finanziert sich die Plattform eigentlich? Wir haben 5 Jahre unbezahlt reingearbeitet, das Team, und haben alles investiert, was wir investieren konnten, haben Förderungen aufgetrieben, weil es ist sehr kostspielig, so eine Plattform aufzubauen, und auch der Betrieb. Und wir haben das aber gemacht, weil wir finden, das muss jemand machen. Ja. Also ihr habt noch nebenbei eure Wir Berufe haben die gehabt? ganze Zeit, haben wir nebenbei gearbeitet. Also eben wie im Bezirksmuseum eigentlich, ne? Ja. Und jetzt ist aber das erste Jahr tatsächlich, dass wir uns alle, also wir sind zu dritt, und dass wir uns alle so ein Mini, ich sag mal, Gehalt auszahlen können, weil wir eben für Belocally, für die Entwicklung, eine Förderung akquiriert haben und die uns jetzt das ermöglicht, dass wir da jetzt nicht total unbezahlt reinarbeiten müssen. Ja. Aber grundsätzlich lebt das Ganze von viel Herzblut und Überzeugung, dass es solche auch lokalen digitalen Strukturen braucht und Kanäle, wo Menschen einfach, wenn sie was organisieren, auch kostenlos veröffentlichen können und das auch gesehen wird. Also das ist, ja, das ist uns so ein Anliegen. Ja, sehr schön. Genau. Ja, liebe Miriam, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir und im Grätzl.at und auch allen weiteren Projekten, die du gerade entwickelst oder noch entwickeln wirst, alles Gute und viel Erfolg. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht auch mal live sehen bei uns im Museum. Danke, Brigitte. Und ich würde mich auch freuen. Super. Dankeschön.